früher oder später muss 100% kommen. Und wenn es nicht kommt, dann habt ihr keine 100% gegeben. Und ihr seid immer selber schuld daran. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Wir haben dieses Jahr begonnen mit einem deutschen Rap-Superstar auf unserer Barra Innocence Show, wie ihr wisst. Und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr mit jemandem beenden, der neuen frischen Wind in die Szene bringt. Und es ist niemand Geringeres als Shabab. So, Freunde, hier ist er nun endlich, unser Superstar aus Wien. Shabab ist am Start. Yes, yes. Was wir heute hier machen, wir kleiden die Jungs einmal ein mit unserer Brand. Und ja, hier sind wir nun. Ja, Mann. Wir sind hier, Location steht. Wir machen jetzt hier ein, zwei TikToks. Auch zum Song Niagara im Hintergrund, was wir abspielen. Und ja, Mann, mal gucken, was wir. Aschenbecher voll mit Marlboro Zigarre. Halt dich fern von dem Gift, sagt der Vater viel zu hoch. Fall in ein Loch. Ja, ja, ich hab's mitbekommen, dass du diese Wörter irgendwie so etablierst, ja, 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 so in Germany, so, weißt du, ich meine? Muss, Bruder, diese neue, weil das ist so eine Sache. Erstens bin ich damit aufgewachsen. Ja. Zweitens, warum sollte ich nicht ein Stück von meinem Leben und so weiter als neuen Flavor reinbringen in diese Sache? Sowieso, sowieso. Ich bin ja der Meinung, dass sich das Ganze schon längst fällig ist, so, weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. Dass ja. man halt Wien oder generell Österreich irgendwie auch auf die Rap-Landkarte irgendwie setzt. Aber ich finde, du machst es schon ziemlich gut, Bruder. Vor allem, du bist ja auch ein sehr talentierter Künstler, Mascha. Ja, Mann, danke dir. Alle Kameramänner, die ich bis jetzt hatte in meinem Leben, ihr seid alle gefeuert. Ihr seid alle gefeuert, Mr. Bolat ist da. Das ist mir eine Ehre, Bruder, mach ich gerne. So, Bro, danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir heute hier uns treffen und sehen und quatschen können. Safe, safe, machen wir auf jeden Fall, Bro. Als allererstes, wie geht's dir? Sehr gut. Alhamdulillah. Muss gehen, Bruder. Wenn nicht geht, bis geht, Bruder. Was soll ich dir sagen, Bruder? Einfach, man ist da, Bruder. Man macht, was soll ich dir sagen, Bruder? Ja. Mehr kann man auch nicht sagen. Wenn, Bruder, es gibt keine Zeit, dass es dir schlecht geht, Bruder. Dir muss es gut gehen. Sehr gut, sehr gut. Es passiert dir gerade sehr viel, Bruder. Ja. Ich verfolge das ja auch so ein bisschen peripher mit. Du bist ja gerade so am Leuchten, kann man sagen, Mashallah. Genau. Wie waren die letzten Monate für dich? Wie war deine Erfahrung? Was hast du erlebt? Auf jeden Fall, die letzten Monate waren sehr, sehr schnell. Zu viel auf einmal. Harte Arbeit hat sich ausgezahlt, sage ich mal. So, von nichts kommt nichts. Also, was ich mich persönlich frage, wie bist du damit umgegangen? So der neue Hype um dich herum, Leute fangen an, auf einmal dich zu erkennen und sagen, hey, Shabab, lass mal Foto machen. Ich meine, auf einer Seite ist das natürlich schön, auf der anderen Seite, wie sind da so deine Erfahrungen mit dem? Bis jetzt bin ich ehrlich, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Also die Leute sind immer respektvoll, kommen, fragen nach einem Foto. Ich komme manchmal auch auf die Leute zu, weil ich weiß selber, wie es damals war, wenn ich jemanden gesehen habe, so der bisschen, sag ich mal, den ich gefeiert habe, eine Person im öffentlichen Leben, man wollte, hat sich vielleicht nicht getraut, so, weißt du. Und dann komme ich auch manchmal auf die Leute zu, positiv auf jeden Fall. Also ich bin positiv überrascht und ich komme eigentlich gut damit klar, weil so, ich habe mich bewusst für dieses Leben entschieden, deshalb kann ich mich jetzt nicht so darüber beschweren. Sehr krass. Ich bin da, ich mach, ich tu. Sehr krass. Und so soll es sein, wie es ist. Ich habe mitbekommen, dass auch die Community, die gerade um deine Person herum entsteht, sehr supportive ist. Genau. Was, wovon ich ausgehe, dass das sehr wichtig ist, vor allem in deiner Domain. Mhm. Und aktuell läuft ja auch noch gerade das Voting von der Show, wo du mitgemacht hast, von Icon. Und da sind ja die Zahlen sprechen ja für sich. So. Ja. Und wie ist dein Empfinden bezüglich dieser Sache? Ich sag dir ehrlich, guck, es gibt Leute, Influencer, Rapper, Musiker, sei es egal was, Leute, die im öffentlichen Leben stehen. Was ich krass finde bei mir, muss ich ehrlich sagen, ist einfach die Influence. Zum Beispiel dieses Verhältnis. Zum Beispiel, das sieht man auch an den Followern und Like-Verhältnis, dass trotz weniger Follower, sag ich mal, als bei anderen, manche haben zum Beispiel viel mehr Follower, aber haben gar nicht diese Views auf die Videos, die ich zum Beispiel generiere. Und daran merke ich einfach daran, dass meine Shababs auf jeden Fall stark dabei sind und den Bruder hier unterstützen. Du machst ja, wie lange machst du schon Musik? Intensiv, sag ich ehrlich. Sagen wir mal so 3 Jahre. 3 Jahre. 3 Jahre, professionell so 2 Jahre. Seit 2 Jahren. 2 Jahren durchgehend am Machen. Okay, und der ganze Hype, der jetzt gekommen ist, der ist ja durch deine Teilnahme bei Icon gekommen. Genau, das war so dieser Sprungbrett. Und als du dich damals beworben hast, hättest du damit gerechnet,
erstens so weit zu kommen und zweitens, dass dieser ganze Hype jetzt um dich herum entsteht? Ehrlich gesagt, dass es so ein Ausmaß hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil du musst dir vorstellen, man schickt 50 Euro rein, so weißt du, schickt sein Video ab. Achso, die Teilnahme kostet auch noch 50 Euro? Ja, genau, du zahlst 50 Euro und dann schickst du dein Video rein und dann wird bewertet und dann wartest du erstmal ein paar Monate und dann so, und dann guckst du mal, denkst, hast jetzt nicht so, klar, man erwartet sich viel, wenn man schon davor gesehen hat, die Leute sind dabei und es bringt was, Reichweite, so. Aber ich sag dir, ich habe immer an mich geglaubt. Ich wusste ganz genau, wenn ich dahin komme, ich komme für alles oder nichts. Ich komme nicht für 20%, mit 30%, mit 40%, ich komme da mit 120%. Weil wenn du keine 100% gibst, brauchst du auch gar nicht 100% erwarten. So, die Leute, die so halb irgendwas machen, ihr braucht euch gar nicht zu erwarten, dass da irgendwas... klar, manchmal passiert dieses Wunder, aber wenn ihr 100% gibt, dann früher oder später muss 100% kommen. Und wenn es nicht kommt, dann habt ihr keine 100% gegeben. Und ihr seid immer selber schuld daran, ob ihr was schafft oder nicht. Niemals auf den Finger auf andere zeigen und sagen, wegen dem bin ich jetzt nicht da oder das gibt's nicht, das ist Schwachsinn. Egal was ist, du bist immer verantwortlich für deinen Erfolg. Ich denke, das ist die richtige Einstellung. Mhm. Consistency. Also das ist auch nicht liefern, dass ich unterbreche. Das ist aber auch nicht so eingebildete Dings. Nur ich weiß einfach, man braucht sich nicht vorzumachen. Zum Beispiel, ein Ronaldo muss nicht sagen, ja, aber ich bin. Nein, der ist da, der weiß ganz genau, was er macht. Er weiß genau, wie er seine Arbeit macht. Er weiß genau, dass er für diese Arbeit jahrelang gekämpft hat und gemacht hat und getan hat, weißt du? Und das Gleiche ist bei mir, dass ich einfach sehr, sehr lange für diesen Weg gekämpft habe, dass es nicht von 0 auf 100 kommt. Klar, Bewerbung, so, Reaction, bam, bam, nächste Runde. Das sieht für die Leute auf dem ersten Blick sehr schnell aus, weißt du, was ich meine? Aber diese ganzen Jahre, wo man ohne Geld Videos gedroppt hat, ja. Weißt du, bevor ich überhaupt bei Icon war, hatte ich 10 Releases, Bruder. Weißt du, Musikvideos auf Low Budget, trotzdem was gemacht, viel Kopf, viel Vision, immer mit Vision, nie auf blind irgendwas gemacht, weißt du. Das sind alles Sachen, die man am Anfang nicht so sieht, aber meine Community weiß Bescheid, hier ist ein Künstler und nicht nur irgendein. Sehr geil, feier ich, fühle ich absolut. Ich kenne ja Shabab schon seit wie lang, Bruder? Boah. Ewigkeiten. Und ich weiß halt, dass du auch, als du noch jünger warst, man kann sagen Kind, ja, dass du auch für diese Hip-Hop-Sache immer schon gebrannt hast. Ja, ja, halt auch damals so Hip-Hop-Videos gedreht hast mit den Möglichkeiten, die du hattest. Genau, ja. Und wenn ein gewisser Drive da ist, wenn ein gewisses Feuer in dir brennt und du ein bestimmtes Ziel vor Augen hast, einfach nur gehen musst und einfach 100% geben musst. Genau so. 100%. Finde ich cool, finde ich sehr krass. Ich bin auch sehr, sehr gehypt, muss ich ehrlich gestehen. Vor allem die Tatsache, dass jemand wieder Wien auf die Karte des Raps setzt. Ja, da fühlt man sich schon ein bisschen stolz, weil aus Wien kommt leider immer sehr wenig. Mein Bruder, ich weiß ja, du weißt ganz genau. Und wenn etwas kommt, dann ist es halt, wie soll ich sagen, Bruder, es ist halt mangelhaft oder schlecht. Und wenn es jemand macht, dann nur ganz kurz einmal so hoch und dann ruht er sich wieder aus. Aber das gibt's nicht. Man muss um. Leute, wir sind in einer Zeit, wo man schnell vergisst. Du siehst einen Rapper, tamam, cooles Lied, ciao. Fertig, hast du schon seinen Namen vergessen. Ja, sowieso. Dass du es ist nicht schwer, einen Hype aufzubauen, es ist schwer, diesen Hype zu halten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß ja, bei deiner Tätigkeit, was du, also als Musiker, dann hält man, bevor etwas rauskommt, immer vieles geheim oder vieles noch bedeckt. Aber was kann man denn erwarten jetzt für die nächste Zeit? Also was ist denn geplant? Gibt es etwas schon, was du sagen kannst, okay, ich kann das schon preisgeben oder irgendwas in die Richtung? Macht euch keine Sorgen. Wir schlafen nicht. Wir sind da. Wir sind mehr da, als ihr denkt. Ihr denkt, wir sind da, aber wir sind noch mehr da. Tamam? So. Es werden Features kommen, mit denen ihr gar nicht rechnet. Wenn ich sage, das sind... Ja, ich bin schon sehr gespannt. Wallah, das ist, ich sage euch ehrlich, ihr werdet da draußen niemals drauf kommen. Ich bin schon sehr gespannt. Aber Freunde, ihr könnt ja gerne raten, wer dieser Feature sein könnte und einfach mal eure Meinung bzw. eure Vermutung in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, Bro, ich danke dir vielmals. Ich danke dir, mein Bruder. Wenn du noch ein paar abschließende Worte hast, dann... An alle meine Shababs, an meine ganze Community, ich liebe euch von meinem ganzen Herzen. Und passt auf euch auf und danke für jeden Support, ist nicht selbstverständlich und ich bin immer für euch da. Auch wenn ich nicht da bin, ich bin immer für euch da. Selbst wenn ich da bin und nicht da bin, bin ich für euch da. Passt auf euch auf. Ich
fallen ein Loch. So tief, so wie Niagara, zwischen Asphalt und die Welt, die nie da war. Wir träumen groß.